sollte einfach mich von diesen Wetterberichten nicht immer so einen Schiss einjagen lassen. Ich meine, selbst wenn es ist halt Regen, ne? Ich werde es überleben. Brauchst du Strom? Hier ist so ein Stromtankomat. Mega cool. Oh, da regnet es dolle. Ah, kriegen wir endlich mal ein bisschen Regen? Kriegen wir endlich ein bisschen Regen? Soll es endlich mal nass werden? Okay. Ja, da war wohl einer ein bisschen frech, ne? Hat er gesagt, der kriegt ja gar keinen Regen ab, ne? Und dann kam halt der Regen. Bergauf, bergab, bergauf, bergab. Das ist mein Spaß. Ach ja. Nein, nicht so ein Berg, Alter. Was bist du denn schon wieder für einer? Ja, das macht Spaß. Eine dankbare Abfahrt. Das geht jetzt schon seit guten 2 Kilometern so. Ja, dafür, dass es seit 2 Stunden dauerhaft regnen soll, ist es ganz schön trocken. Und es ist schon ziemlich lange ziemlich trocken. Ich weiß auch nicht, ich sollte einfach mich von diesen Wetterberichten nicht immer so einen Schiss einjagen lassen. Ich meine, selbst wenn es ist halt Regen, ne? Ich werde es überleben. Mein Wort in Gottes Gehörgang oder in Dennis Gehörgang von in 10 Minuten, wenn es nämlich doch anfängt zu regnen. Mal gucken, wie es sich gleich ändert. Ja, ich bin noch auf der Suche nach meiner... Ich bin noch auf der Suche nach meiner Route von gestern. Ich habe gestern ein paar Kilometer... Tour liegt links von dir in 2,5 Kilometern. Ein paar Kilometer vor Tourende ja beendet in Elbern. Und jetzt ist mein Komoot-Navigation komplett durcheinander gegangen. Aber ich nähere mich meiner Route. Es sind nur 2 Kilometer, eben waren es noch 4. Also mache ich tendenziell irgendwas richtig. 3 Minuten später und es regnet doch ein bisschen. Hat ja wenigstens der Wetterbericht nicht komplett gelogen. Habe ich meine Regenkleidung nicht umsonst angezogen und auch nicht umsonst gekauft. Obwohl, wir haben sie ja schon mal gebraucht. Aber es ist nur Regen, habe ich gehört. Es ist nur Regen. Tour liegt rechts von dir in 1,8 Kilometern. Der kann ein bisschen laufen. Schön ist es trotzdem. Nee, fürchterliches Wetter zum Fahrradfahren, also puh. Gut, dass ich auf dem Campingplatz geblieben bin. Ja, ich muss echt lernen, das geht ja schon das ganze Jahr. Ich war ja Anfang des Jahres in Portugal, Spanien. Dann kamen da auch immer wieder Leute und sagten, oh, da kommt jetzt ein Wetter. Oh mein Gott, das wird so schlimm. Ich kenne mich damit aus, ich bin Segler, ich habe alle tollen Wetter-Apps. Wir werden hier alle absaufen. Dann bin ich wirklich damals mal 2 Tage ins Hotel gegangen, habe ich mir die ganze Zeit aus dem Hotelzimmer den Sonnenschein angeguckt. Und irgendwie ist es immer so, wenn mir andere Leute sagen, oh mein Gott, das Wetter, oh mein Gott, das Wetter, und ich stelle mich irgendwie drauf ein, dann ist halt mal kurz ein Schauer, ne? Also ich meine, da kann ich ja halt mit leben. Gerade so. Ja. Aber mal gucken, vielleicht gibt das heute auch noch richtig auf den Sack. Also heute Morgen hat es schon dolle geregnet. Aber das ist ja alles kein Problem. Wir haben ja Regenkleidung, ne? Ja, also ich habe die Sonne. Das mit dem schlechten Wetter ist aber kein Gerücht. Ich habe einfach nur das Glück, dass ich das einzige Wolkenloch auf diesem Planeten habe, offensichtlich. Da, wo ich gerade war, da kommt gerade ganz schön was runter. Ja, mir egal, ich bin da ja nicht mehr. 100 Metern rechts auf Bahnhofstraße. Hallo Gans, hallo Ente. War nicht keine Gans fressen. Und wenn, dann musst du sie ganz fressen. Ah. 40 Metern rechts auf Bahnhofstraße. Hallo Kreuzheim? War das? Hieß so, ne?
Hallo Türme. Wir fahren jetzt hier in die Stadtmitte. Hier? Sicher? Na gut. Ja, das Wetter ist wirklich sehr, sehr wechselhaft heute. Aber keine Spur von dauerhaft schlecht. Also es ist halt dauerhaft wechselhaft. Und es ist übrigens auch dauerhaft auf und ab. Also es ist nicht so, dass ich heute irgendwie wirklich große Höhenmeter mache, sondern ich fahre immer nur irgendwelche Hügel hoch und auf der anderen Seite wieder runter, um direkt danach wieder die Hügel hochzufahren. Sehr undankbar auf jeden Fall. Ja, Stadt Kreuzheim, sehr sympathisch. Erstens, brauchst du Werkzeug? Hier ist welches, sehr geil. Zweitens, brauchst du Strom? Hier ist so ein Stromtankomat. Mega cool. Kreuzheim, nicht Kreuzheim. Ja, dann packen wir da jetzt mal den Akku zum Laden rein. Das Fahrrad nehme ich trotzdem mit, weil das möchte ich jetzt hier ungern so bepackt stehen lassen. Ist natürlich schön, dann kann ich mir jetzt eigentlich ein bisschen in Ruhe die Stadt angucken. Ich habe auch noch, oh, das passt aber gerade, ne? So, wenn ich das jetzt schließe, kriege ich das auch wieder auf. Also ich habe hier eine PIN vergeben. Ist jetzt zu. Alles klar. So, dann hauen wir den noch hier rein. Wie gesagt, mit ein kleines bisschen Gewalt muss das immer passieren. Und Rummigkeit ist so. Und man muss den Schlüssel dazu umdrehen. Und dann einfach ein bisschen Gewalt anwenden. Die ersten Tage wollte ich das Lama halt nicht unnötig kaputt machen. Deswegen habe ich mich da ein bisschen schwer getan, die nötige zärtliche Gewalt anzuwenden. Aber Lamas mögen sowas. Barney, warte mal, ich bin nicht so schnell. Außerdem müsst du gleich wieder ins Auto. Barney, stopp. Du musst wieder ins Auto, tut mir leid. So, der Hund einmal einsteigen, wird er hier. Nee, du musst einmal da rumgehen. Komm. Du musst hier einmal rumgehen, außen. Außen rum. So, hier, komm. Ja, du bist ein Trottel, ne? Du bist ein Trottel, ne? Du bist ein Trottel, ne? Komm her. Komm mal einsteigen, bitte. Dann muss man ihn zärtlich zwingen. Zärtliches Zwingen. Zärtliches Zwingen. Danke. Oh yeah, wir sind wieder in Groningen. Groningen! Groningen! Ach, Groningen war immer noch meine Lieblingsstadt auf der ganzen Tour bisher. Irgendwie. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich da eine super geile Zeit hatte. Jetzt sind wir wieder in Groningen, nur mit Ö. Ja. Sieht anders aus hier. Irgendwie süddeutscher. 120 Metern links auf Gröninger Hauptstraße, K2650. Das heißt Gröninger, nicht Gröninger. In 70 Metern links auf Gröninger Hauptstraße, Gröninger. K2659. Sag es richtig. So, was soll ich? Ich auf die Straße. Oh, auf die Straße mag ich aber nicht so gerne. Oh, ich mag keine Straßen. Ja, jetzt könnte wirklich mal was kommen. Da ist Regen. Da ist Regen. Da ist Regen. Und der Wind kommt von da. Also zumindest mal der Streifen. Obwohl, ich fahre schon wieder genau durch diese Öffnung hier, ne? Mal gucken. Also es könnte sein, dass ich jetzt echt gleich mal ein paar Tropfen kriege. Aber dahinter klart es halt auch schon wieder auf. Oh, da regnet es dolle. Kriegen wir endlich mal ein bisschen Regen? Kriegen wir endlich ein bisschen Regen? Soll es endlich mal nass werden? Oh, wir haben den Hund abgehängt. Party, wie ist so? Läuft gut? Wie läuft's? Es fährt gut. Ja. Gut. Ich schätze an unserer Beziehung diese tiefgehenden, guten Gespräche. Gar nicht.
gut, tatsächlich, wenn so Unwetter den ganzen Tag ist, dann macht es keinen Sinn zu fahren. Weil das ist jetzt in 10 Minuten wieder vorbei. Das ist easy. Aber es wird schon ganz schön schnell, ganz schön kalt am Körper. Ganz schön kalt. Krank werden wollen wir ja auch nicht, ne? Der Tag neigt sich dem Ende zu. Man nennt das Ganze Abend. Also wird es mal langsam wieder Zeit für einen Plan. Das ist übrigens der See von Rot am See. Ja, eingekauft haben wir gerade und beim Einkauf mache ich eigentlich immer den Plan. Wo geht's hin? Wo wird geschlafen? Was gibt's für Möglichkeiten? Also die ursprüngliche Route wäre jetzt von hier aus nördlich Richtung, ich glaube, Niederstetten gewesen. Das wäre das heutige Tagesetappenziel. Da ist nichts auf dem Weg. Das Einzige, was ich gefunden habe, war über Park von Neipen. Bauernhof. Die wollen aber einfach mal satte 20 Euro, glaube ich, haben von mir für eine Nacht mit dem Zelt. Entschuldigung, nein. Berge sind nicht anstrengend. Vor allem nicht, wenn es einen Regenbogen gibt. Er ist nicht besonders ausgeprägt. Er entwickelt sich noch. Aber er ist regenbogig. Das erkennt man an den Regenbogenfarben. Jetzt verschwindet er einfach. Tschüss. Mach's gut. Ganz schön schnell, ganz schön sonnig. Ja. Ich glaube, jetzt geht es erstmal eine Weile bergab, ey. Ich hoffe zumindest. Akku leer, mein Akku leer. Anstrengend das ist. Na, tschüss, schöne Straße. Hallo Berg. Bergauf, bergab, bergauf, bergab. Das ist mein Spaß. Ach ja. Togo hat den Turbo-Modus. Yes. Ich habe noch einen Gang, das ist schon geil. Also das war mit Wheelhelm nicht möglich. Nein, nicht so ein Berg, Alter. Was bist du denn schon wieder für einer? Ja, das macht Spaß. Ja, das war der letzte, glaube ich. Heute. Es ist bestimmt der letzte. Leicht links. Ich kann nicht mehr. Meine Beine machen nicht mehr mit. Müssen sie aber. Oh, hier riecht's aber gut. Oh, das ist aber gemein. Oh. Eine dankbare Abfahrt. Das geht jetzt schon seit guten 2 Kilometern so. Ich habe auch so langsam das Vertrauen in das Gespann. Oder den Todesmut oder ach, keine Ahnung, wie ich es nennen will. Ich habe auch keine Lust mehr. Von daher lasse ich einfach rollen. Bremse manchmal ein bisschen. Ehrlich gesagt friere ich richtig dolle. Es ist richtig kalt. Man sieht ja, hier hat es gerade noch geregnet. Entsprechend haben wir hier gut was an Verdunstungskälte. Ich weiß nicht, vielleicht 13 Grad, gefühlte 10. Vielleicht sind es auch 15 und gefühltes 12. Keine Ahnung. Oh, wir haben aber jetzt gleich in 1000 Metern den Campingplatz erreicht. Oh, ich freue mich auf eine warme Dusche. Heute mehr denn je. Ich muss irgendwas machen. Oh mein Gott. Das war eine Abfahrt. Oh, geile Burg oder was? Wo ist sie? Da, geile Burg. Oh, Rot am See, 24 Kilometer. Ja, 24 Kilometer haben 1,5 volle Akkus verbrannt. Oh, und mich auch richtig angestrengt. Viele Höhenmeter heute. Tatsächlich auch einiges an Kilometern. Ich glaube, das waren bestimmt 80 oder 90 Kilometer heute. Und ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter es kumuliert waren. 800, 500, mindestens 500 waren sowieso geplant. Ich glaube, das waren gerade nochmal extra 300 oder 200. Aber gut, er will jetzt auf den letzten 1000 Metern noch auf die Schnauze fallen, genau. So, wieder da hoch, zack. Er will das ja so. Oh, Gasthof. Oh, hier riecht's aber gut.
Fahrräder abstellen verboten. Aber ich habe ein Fahrrad. Fahrräder abstellen immer noch verboten. Ich weiß nicht. Wie stelle ich mich hier hin? Oh. Setup ist fertig. So sieht das dann aus. Muss alles noch ein bisschen trocknen. Ist alles noch nass von heute Morgen. Das ist übrigens die gesamte Zeltwiese. Waren noch ein paar Nachbarn, aber gemütlich. Der Hund frisst übrigens neuerdings Nüsse. Findet er geil. Nuss ist geil, sagst du? Schmeckt die? Ist die lecker? Das ist doch schön. Ja, wir werden uns jetzt noch mal kurz ein bisschen stärken. Hier gibt es ein Restaurant, das hat noch eine Stunde auf. Und das ist also noch ein guter Zeitraum. Werde ich auch nutzen. Ich weiß, ich wollte sparen, aber oh, ey, Leute, macht das mal selber. 100.000 Kilometer am Tag mit einer Milliarde Höhenmeter. Dann muss man auch was essen. Das machen wir jetzt. Ihr drängt uns, Abo, liken, noch was. Ach, ich komme nicht drauf. Ah, die Glocke. Tschüss. Thank you.